Ja, Danny, morgen um 14 Uhr geht es in Balingen schon weiter nach der Niederlage am Samstag in Freiberg. Bevor wir zum Balingen-Spiel kommen, vielleicht noch ein paar Worte gestern von dir zur Auslosung unserer Gegner in der zweiten Runde Spielvereinigung Kräuter Fürth. Wie hast du das Los aufgenommen? Ja, ich weiß, dass das Umfeld und die Fans sich natürlich einen großen Traditionsklub wünschen und oder vielleicht einen einfach aus der Top 4 der Bundesliga. So als Trainer weiß man ja, dass die Wahrscheinlichkeit rapide bergab nimmt, dass man dann da weiterkommt, weil wir sind in der zweiten Runde, wir haben eine Duftmarke gesetzt. Das heißt also, alle Gegner sind schon gewarnt und wollen uns dann nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen. Von dem her kann ich mit dem Los sehr gut leben. Ja. Wir werden jetzt nicht übermütig und sagen, ja, die Chance ist jetzt sehr hoch, dass wir irgendwie weiterkommen. So dumm sind wir nicht. Aber ich glaube, sie ist einfach höher, wie wenn wir jetzt gegen Bayern oder Dortmund ran müssen. Ich hoffe dennoch, dass sehr viele Fans den Weg ins Stadion finden. Ich glaube, das haben die Jungs sich verdient, um dann dort in der zweiten Runde der Spielvereinigung Kräuter Fürth das Leben so schwer wie möglich zu machen. Erstmal geht es in der Liga weiter, da wartet morgen die TSG Balingen. Wie blickst du auf das Spiel morgen? Viel Zeit war jetzt nicht nach dem Freiberg-Spiel und wie schätzt du den Gegner ein? Ja, wahrlich, viel Zeit war nicht. Wir haben einige Spieler auch, die ein bisschen Blessuren davon getragen haben. Die müssen wir alle wieder hinbekommen. Zu allem Überfluss hat sich jetzt die Diagnose bestätigt vom Fanol, dass das Kreuzband durch ist, plus auch, glaube ich, der Außenmeniskus hat was abbekommen. Das heißt, er wird uns diese Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Ist ein sehr, sehr großer Rückschlag für uns, weil er halt in der Kabine und auf dem Platz ein sehr wichtiger Baustein der Mannschaft war. Müssen die anderen Jungs jetzt kompensieren. In Balingen erwartet uns die Mannschaft, die, glaube ich, schon ewig zusammenspielt, ja. Die haben immer sehr, sehr wenig Fluktuation in ihren Reihen. Das heißt, es ist eine eingespielte Truppe, die es jedem Gegner sehr, sehr schwer und kompliziert machen kann. Sie haben jetzt auch unentschieden gespielt gegen Frankfurt und konnten es auch sogar gewinnen am Ende. Von dem her sind wir gewarnt. Es sind zwei, drei richtig gute Einzelspieler dabei. Ja. Einer, der auch schon höherklassig gespielt hat. Wichtig ist, denke ich, dass wir unsere Lehren ziehen aus dem Spiel jetzt in Freiberg. Ja. Wir haben das Spiel unglücklich und dumm verloren durch zwei Standards, die beide dann sogar nach dem Eckball per Fuß vollendet wurden. Das ist auch ein bisschen skurril und komisch. Da erwarte ich einfach mehr Wachheit und mehr Konzentration dann bei den Standards, weil auch das eine Stärke von Balingen ist. Ja, an dieser Stelle wünschen wir Fanol auch nochmal eine gute Genesung. Gibt es sonst noch Neuerungen bei der Personalsituation, außer den Langzeitverletzten und wahrscheinlich Hummel? Ja, David, den lassen wir auch noch weg. Er hat einen kleinen Faserriss in der Wade. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Deshalb lassen wir ihn auf jeden Fall noch weg. Relativ positiv sieht es beim Philipp Hoffmann aus. Ja, der wird nachher das Training mal mitmachen und mal antesten, wie es aussieht. Aber das erste Feedback von ihm, wie gesagt, war verhalten optimistisch. Und da müssen wir dann noch einmal schauen. Ansonsten ist alles mit an Bord. Danke dir.